Grüß Gott und willkommen bei Glaubenskompass. Umfragen zufolge glauben in Deutschland mehr Christen an Engel als an Gott. Und auch in der Esoterik und der Popkultur sind sie längst angekommen. Ja, scheinen von einer Industrie in Beschlag genommen zu sein. Warum das so ist und was uns die Engel heute zu sagen haben, darüber spreche ich mit dem Philosophen und Buchautor Josef Bordat. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Bordat, Engel, da gibt es die unterschiedlichsten Vorstellungen drüber. Viele davon sind sehr kitschig. Ja. Was ist denn ein Engel aus christlicher Sicht? Aus christlicher Sicht ist ein Engel ein Bote Gottes. Also Engel, das kommt vom lateinischen Angelus und das wiederum vom griechischen Angelos. Und Angelos heißt einfach Bote, Abgesandter, Botschafter. Das heißt also, es sind Wesen, die von Gott beauftragt sind, in einer gewissen Weise in die Welt einzuwirken, auf uns Menschen einzuwirken, mit uns Menschen in Kontakt zu treten. Und es ist vielen vielleicht gar nicht bewusst, sie treten ja an sehr vielen Stellen in der Bibel auf, ja. Und sogar an bedeutenden. Haben Sie einige Beispiele in aller Kürze? Ja, in aller Kürze ist ein gutes Stichwort, denn tatsächlich in der Bibel ist die Bibel ist voller Engel-Erfahrungen und Engelgeschichten. Man muss ja eigentlich nur ins Kirchenjahr mal schauen und sagen, okay, wir haben da etwa Weihnachten, das ist ein ganz wichtiges Fest. Und das beginnt ja im Grunde genommen am 25. März mit der Verkündigung, das ist ein Engel, das ist der Engel Gabriel, der sozusagen Maria die Verkündigung bringt. Also das heißt, da ist ein Engel im Spiel, auch die Engel, die dann das Gloria anstimmen, kein Krippenspiel ohne Engelchen. Das Leben Jesu wird von Engeln begleitet. Engel dienen ihm nach den überstandenen Versuchungen in der Wüste. Ein Engel steht ihm zur Seite in Situation im Garten Gethsemane, wo die Jünger schlafen. Da gibt es aber immer noch den Engel, der ihm dazu zur Seite steht. Propheten haben Erfahrungen mit Engeln. Engel kommen überall vor in der Bibel. Also das ist wirklich ja, vielfältig. Aber das erstaunt ja auch. Viele Menschen glauben ja heute, ich brauche keinen Vermittler zwischen mir und Gott. Mhm. Ich mache das mit meinem Gott selber aus. Mhm. Aber dann gibt es diese Engel. Warum eigentlich? Warum redet Gott nicht selber mit mir? Ja, also das würde ich jetzt nicht unbedingt als Entweder-Oder auffassen. Es gibt tatsächlich die Haltung, dass Engel eigentlich nicht nötig sind. Luther hat die etwa vertreten. Mhm. Streng genommen sind Engel auch nicht sozusagen jetzt essentiell, was den christlichen Glauben angeht. Ich denke trotzdem, dass die Vorstellung von Engeln einer sozusagen unsichtbaren, geschaffenen Welt, dass die trotzdem stringent ist, schöpfungstheologisch, und dass die auch hilfreich sein kann, wenn man sich vorstellt, dass Gott eben für bestimmte Situationen, für bestimmte Menschen seine persönlichen Boten bereithält und Schutz gibt, und insofern also im Grunde genommen ja, wie die Sonne ihre Strahlen auf die Erde wirft, dass Gott eben seine Engel auf die Erde schickt oder zu uns Menschen schickt und eben wirkt im Leben von Menschen. Das halte ich für eine plausible Vorstellung, wenn ich denn überhaupt an ein Reich der Gnade neben dem Reich der Natur glaube und sozusagen diese unsichtbare Schöpfung akzeptiere als gegeben, dann fällt es mir jetzt nicht besonders schwer, auch an Wesenheiten darin zu glauben, die uns also praktisch Gottes Willen, Gottes Absichten vermitteln. Sie haben die Schutzfunktion der Engel jetzt schon angedeutet. Mhm. Und die ist ja besonders beliebt, auch bei Menschen, die vielleicht gar nichts mit dem Glauben zu tun haben. Woher rührt denn dieser Glaube, diese Hoffnung? Ja, also zum einen kommen Engel tatsächlich auch in Schutzfunktionen in der Bibel vor. Auch in anderen Funktionen als Überbringer von Nachrichten, klar, auch teilweise im negativen Sinne. Da gibt es den berühmten Würgeengel in der Zürcher Übersetzung, der dann sozusagen durch Ägypten streicht im Auftrag Gottes. Aber im Grunde genommen ist diese Vorstellung vom Schutzengel tatsächlich auch biblisch begründet. Und es ist natürlich auch eine sehr positive, sehr angenehme Vorstellung zu wissen, Gott schützt mich über einen persönlichen Schutzengel, der mir quasi zugeteilt, zugewiesen ist und zu dem ich dann auch ein
persönliche Beziehung aufbauen kann, zu dem ich auch, also wo ich auch, es gibt so Gebete, hauptsächlich für Kinder, aber eben man kann es auch als Erwachsener beten, zum Schutzengel, wo man eben sozusagen dann eine Geborgenheit empfinden kann, die sich vielleicht leichter einstellt, als wenn man jetzt ein sehr abstraktes Gottesbild hat und sagt, ich stehe unter dem Schutz Gottes, was natürlich wahr ist und was letztlich ja auch die Ursache der Schutzfunktion des Engels ist. Es ist ja alles abhängig von Gott. Nur trotzdem kann es eben dann in dieser, sagen wir mal, heruntergebrochenen Form dann etwas konkreter werden und mir in einer bestimmten Schwierigkeit vielleicht auch Geborgenheit und Schutz auch geben. Gibt es weitere Funktionen der Engel, die vielleicht nicht so bekannt sind? Ja, also tatsächlich also dieser strafende Engel, das ist gar nicht so bekannt, weil Engel ja häufig in, Sie haben das vorhin angesprochen, etwas verkitschter Form auftreten. Häufig in kindlicher Gestalt, lange blonde Haare, Flügelchen und so weiter. Den traut man also nicht so Grausamkeiten zu. Aber es gibt tatsächlich auch den Einsatz von Engeln zu strafenden, zu mahnenden Aktionen in gewisser Weise, die von Gott quasi für die Menschen bereitgehalten werden, um bestimmte Entwicklungen eben zu ermöglichen. Und das ist vielleicht gar nicht so bekannt, dass Engel auch in dieser Hinsicht eine Rolle spielen. Das zum christlichen Bereich. Aber wie erklären Sie sich die Beliebtheit von Engeln in anderen Zirkeln, zum Beispiel in der Esoterik? Ja, es ist wirklich schwierig, weil tatsächlich aus christlicher Sicht Engel abhängig sind von Gott. Engel sind eben Boten Gottes. Und ich, wenn ich also nur an den Postboten glaube, aber nicht an die Post oder an den Absender von Briefen, dann weiß ich nicht. Es ist für mich irgendwie nicht so ganz stimmig. Und es ist ja auch bei den Engelnamen, ist es ja auch, die uns bekannt sind, die drei Erzengel, Michael, Gabriel, Raphael, da steckt jeweils das L, also Gott, drin. Ja, also es ist sozusagen schon im Namen ist Gott mit dabei und wie man dann sozusagen Gott ausklammern kann und dann an Engel sozusagen für sich genommen so glaubt, das finde ich sehr, sehr schwierig. Vielleicht ist es einfach eine Form der sozusagen ja, des Verniedlichens, des Verkleinerns von sozusagen Transzendenz in einem weltlichen, menschlichen Maßstab, dass es also schön handlich ist. Aber das wäre, glaube ich, ein Fehlverständnis. Es hat sich verselbstständigt, ja. Das kann man so sagen. Aber wie kann man das denn theologisch begründen, diese Abkoppelung? Haben wir uns in der Kirche zu wenig um die Engel gekümmert? Das weiß ich nicht, das glaube ich eigentlich nicht. Es gibt zum Beispiel in der Liturgie, da kommen die Engel vor, in jeder heiligen Messe wird also das heilig, heilig, heilig angestimmt. Und das ist in der Vorstellung der Kirche ein Lobpreis Gottes, der gemeinsam mit den Engeln erfolgt. Also das Lobpreisen Gottes ist natürlich auch eine Aufgabe gewisserweise der Engel, die also da in der Vorstellung am Throne Gottes zu sagen, Gott permanent loben und preisen und wir stimmen in jeder Heiligen Messe in diesen Lobpreis ein. Also insofern ist das präsent. Es gibt auch den Engelmonat September, da gibt es das Engelfest, 29. September ist das. Also da gibt es schon auch die Gedenktage, die Feste für die Engel und ich denke, dass also wir beten ja auch den Engel des Herrn zum Beispiel um 12 Uhr mittags Angelus, ja, das Angelusgebet. Also insofern kommen Engel schon in der Kirche und in der Liturgie auch vor. Man müsste vielleicht doch mehr erklären, welche Rolle sie spielen, welche Funktionen sie haben, um eben auch zu zeigen, sie kommen nur in Verbindung mit Gott. Sie machen nur Sinn in Verbindung mit Gott sozusagen. Eben, und dieser Gott, der tut ja Dinge, die sich unserem Denken und Wissen manchmal entziehen. Mhm.
Und in der Esoterik ist es so, man will sich alles gefügig machen. Ist das vielleicht, das ist ja ein wichtiger Punkt, der entscheidende Unterschied ja. zwischen Glauben einerseits und Esoterik auf der anderen Seite? Das kann so sein, wobei es natürlich auch beim Gottesglauben so eine Tendenz gibt, so einen Wunscherfüller Gott, so einen Automaten sich vorzustellen, der dann quasi auch so pariert, wie wir es gerne hätten. Also das funktioniert aus menschlicher Perspektive, glaube ich, immer ganz gut. Bei Engeln vielleicht leichter, da ist vielleicht die Hemmschwelle nicht so groß. Und gerade wenn es auch um persönliche Verbindungen zu Engeln geht, zum Schutzengel, dann hat man vielleicht fälschlicherweise den Eindruck, man könne da irgendwas manipulieren oder sich da irgendwie Dinge gefügig machen. Das ist nicht so. Letztlich ist der Engel, wie gesagt, ein Bote Gottes und handelt im Auftrag Gottes. Und es ist alles auf Gott bezogen, auch wenn es dann eben sozusagen für den Menschen dienlich ist, ist es immer ein Auftrag Gottes und hängt an der göttlichen Ursache. Engel sind sehr machtvolle Wesen. Einerseits denken wir nur an den Erzengel Gabriel, andererseits dienen sie dem Menschen sogar. Wollte Gott damit auch etwas über den Stellenwert des Menschen aussagen? Ich denke schon. Also zum einen stehen wir oder haben wir noch durch unsere Körperlichkeit bestimmte Leiterfahrungen zu tragen, die vielleicht reine geistige Geisteswesen nicht mehr zu tragen haben. Andererseits ist die Zuwendung der Engel zu uns ein Zeichen der Wertschätzung und der besonderen Liebe Gottes, sodass ich schon sagen würde, da kommt beides zusammen. Also einerseits die Schwäche des Menschen in seiner Körperlichkeit, aber andererseits eben auch die besondere Liebe Gottes für den Menschen, die eben durch den Engel zum Ausdruck kommt. Es gibt ja auch einen gefallenen Engel namens Satan. Das wird ja oft vergessen. Was will uns dieses Bild, diese Metapher eines gefallenen Engels sagen? Was kann es uns heute sagen? Ja, kurz gesagt, also leg dich nicht mit Gott an. Also es ist tatsächlich so, wenn man dann sich auf die Stelle oder an die Stelle Gottes setzen will, dann bekommt man schon die Grenzen auch zu spüren. Und deswegen ist in der Seinshierarchie ist dann schon ganz klar, dass der Mensch sich zum Beispiel nicht überheben darf über bestimmte auch Gebote und bestimmte Dinge der Schöpfungsordnung. Insofern kann uns das lehren, dass wir uns an Gott halten sollten, und zwar in einer Weise der Ehrfurcht und der Achtung, und nicht meinen sollten, wir könnten selbst Gott spielen. Das ist ja durchaus in der modernen Wissenschaft und Technologie manchmal die Versuchung, dass wir bestimmte Möglichkeiten uns erarbeitet haben und dann meinen, wir könnten dann auf bestimmte Dinge verzichten und könnten dann dadurch weitermachen. Das ist, glaube ich, eine Lehre, dass man da auch scheitern kann. Also der Engelglaube, ein Weg, der uns die Größe und Weite Gottes zeigen kann, aber eben auch die Begrenztheit des Menschen. Vielen Dank für diese Ausführung. Gerne. Das war Glaubenskompass. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.